Und wir kommen beim neuen Part, Pokémon Pearl. Wir sind ja gerade dabei, diese Route zu meistern. Ich hole mir zunächst Zerschneider von der Box ab, weil hier gibt es ein paar Zerschneiderstellen. Hierfür fliege ich zurück nach Weideburg und werde diese Route dann später mit von Osten aus erledigen. Von Osten gehe ich dann quasi nach Westen. Gut, hier ist das Pokémon Center. Und ran an den PC. Pokémon bewegen. So, jetzt muss ich die Vollenbox suchen. Die müsste. Hier ist sie, genau. Haspiro ist das Pokémon, was zerschneiden kann. Okay. Gut. Dann auf zur Route. Ich glaube, ich benutze mein Fahrrad, dann sind wir schneller dort. Und hier werden wir auch schon. Wir haben ja diese Route bereits ein bisschen angefangen zu erkunden, glaube ich zumindest. Oder vielleicht auch nicht. Denn hier sind noch ein paar Salamanderbären. Ach ja, stimmt, ich habe ja die Route in dem Part gemacht. Da, wo ich das Großmeer erforscht habe. Da habe ich ein bisschen begonnen, diese Route hier zu meistern. Aber am Ende habe ich sie dann doch abgebrochen, weil ich dann Schluss machen musste. Gut, ich gehe erst hier nach unten, also ich meiste erst die Trainer hier unten und dann schaue ich nach, was hier oben ist. Das ist die erste Trainerin. Kannst du mit uns mithalten? Selbstverständlich. Oh, das ist keine Trainerin, sondern ein Trainer. Fritz ist eher ein männlicher Name. Da gibt es ein Schachprogramm, das heißt Fritz. Woher ich das weiß, ganz einfach, ich bin Schachspieler, deswegen weiß ich sowas. Gut, leichtes Training für meinen Ponita. Glut. Da ist Depp drauf. Sieht aber voll wenig ab. Na gut, Luxtra ist ein stärkerer Gegner. Luxtra ist ein bisschen stärker als die Gegner im letzten Part, die wir im Pokémon-Anwesen gesehen haben. Mensch, was ist denn da mit meiner Kapuze los hier? So, glaube ich, passt. Sieht ein bisschen bescheuert aus, glaube ich, ne? Ach, scheiß auf. So. Sieht noch bescheuerter aus. Verdammt, die stört mich hier. Ah, der Vorgang. Und ich mache jetzt mal so einen auf mysteriös. So. So ein Kapuzenfuzzi. So wie bei Yu-Gi-Oh! Ihr wisst schon, diese ganzen Leute da, die so einen auf Grusel machen wollen. So ungefähr sieht das aus. Ja, so dass man die Augen nicht erkennen kann und dass es ganz finster aussieht. Ach so, Glut ist deswegen so schwach, weil es regnet. Verstehe. Bodycheck! Oh, geht daneben. Was für ein verdammter Mist. Funkensprung. Oh Gott, hat das viel abgezogen. Ach nee, das ist keine Paralyse. Ah, ich muss mein Ponita austauschen. Anscheinend ist das Pokémon ein zu starker Gegner. Auch wenn unser Pokémon 7 Level stärker ist. Unser Pokémon kann nicht die richtigen Attacken gegen dieses Pokémon. Außerdem regnet es auch noch. Das heißt, ich muss Ponita austauschen. Tja, Verteidigung senken. Mein Petersdom hat so viel Verteidigung, da ändert sich nichts, wenn du mal die Verteidigung minus 1 senkst. Gut, Sondersensor. Hm.
Okay, ich glaube, ich gehe gleich zurück ins Pokémon Center und heile mein Ponyta. Währenddessen werde ich vielleicht noch ein paar Heil-Items kaufen, damit ich nicht ständig zurück ins Pokémon Center laufen muss. Diese Items sind für mein Ponyta gedacht, damit wir nicht ständig zurücklaufen müssen. Moment, wir haben ja gar kein Geld mehr. Wir waren ja in der Spielhalle. Verdammt. Naja, aber ein bisschen Geld müssten wir gesammelt haben bei dem Kampf gegen die Trainer. Sonnensensor. Oder vielleicht haben wir sogar noch ein paar Heil-Items übrig. Ich schaue dann nach dem Kampf nach. Das, was mich stört, ist die Paralyse. Die muss auf jeden Fall weg. Denn ich kämpfe sehr ungern mit einem paralysierten Pokémon. Sind keine würdigen Gegner. Das sind selbst die Trainer in der Kristalle-Edition in Johto stärker. Okay. Gut, haben wir denn ein paar Heil-Items dabei? 20 Hypertränke. Uiuiui, da habe ich wohl einen Vorrat eingekauft. Gut, aber ich muss die Paralyse heilen. Spezialität benutze ich jetzt mal, um Ponyta zu heilen. Und dann. Boah, Hypertrank wäre jetzt eine Verschwendung. Okay, an alle Profis unter euch, schaut besser weg, denn jetzt tut's weh. Mir tut's jetzt auch weh. Ah, ein Hypertrank für 50 KP. Autsch. Das ist verschwenderisch, ich weiß. Aber ich habe jetzt gar keinen Bock, da zurückzulaufen. So. Hier finden wir TM6 Toxin. Interessant, könnte ich meinen Bronzong beibringen und es dann zu einer Art Defender hochpimpen? Ob ich im Moor feststecke? Natürlich nicht. Du bist lustig. Ich nehme ein Moorbad. Sonst würde ich doch auch versuchen herauszukommen. Ja, macht Sinn. Na verdammt, ich steck fest. Hilfe! Oh, okay. Das ist noch gerade mal gut gegangen. Okay. Gut, ich hoffe, wir stecken nicht nochmal da fest. Ach, verdammt! Yes. Okay. Okay, jetzt bin ich schon draußen. Sehr gut. Gut, dann gehen wir hier rüber. Da ist zwar Gras, aber Gras ist weniger nervig als dieses Moor hier. Verdammt, ich stecke schon wieder fest. Das ist witzig. Ah. Hier scheint nichts zu sein. Ich glaube auch, dass es hier keine versteckten Items gibt. Die finden wir hier allgemein viel zu wenig in diesem Spiel. Es gibt Pokémon, bei denen Regen stärker werden. Oder die bei Regen stärker werden. Ja, Wasser-Pokémon an sich allgemein. Sag bloß, du hast ein Formero, oder wie das Pokémon noch heißt. Formero aus der dritten Generation. Nein, hast du anscheinend nicht. Goldine gegen Ponyta. Gut, ich riskiere es. Ich glaube nicht, dass Goldine eine Wasserattacke drauf hat. Kaskade wäre eine Möglichkeit. Verdammt, Aquawelle kannst du. Oh. Seit wann kann Goldine Aquawelle? Seit jetzt. Nein! Scheiß Verwirrung. Nicht selbst verletzen. War ja klar. Warum sage ich es überhaupt immer? Nicht selbst verletzen, obwohl es sich dann immer selbst verletzt. Man sollte das alles zusammenschneiden, immer wenn ich sage, nicht selbst verletzen und es sich dann selbst verletzt. Okay, ich werde wechseln. Ich habe jetzt keine Lust, mit einem verwirrten Pokémon zu kämpfen. Besonders, wenn wir im Typennachteil sind. Das ist sehr schlecht. Verdammt, jetzt juckt es mich da am Hals. Liegt bestimmt an diesem kratzigen Pulli, was ich da trage. Mensch, der Pulli, der regt mich voll auf. Kapuze, dann geht's dann zum Jucken. Nicht schon wieder! Dammit! Funkensprung! Treff!
Dammit! Dieses Goldini kotzt mich an. Wegen einer verdammten Attacke. Aquawelle. Goldini kann auch keine Aquawelle von selber lernen. Das war bestimmt durch eine TM. Die einzige Wasserattacke, die Goldini lernen kann, ist Kaskade. Und das ist eine Form-Attacke. Also von selber lernen, meine ich. Oder kann Goldini Kaskade von selber lernen? Ich schätze schon. Zumindest in der ersten und in der zweiten Generation war es so. Ja, konnte Goldini in der ersten Kaskade? Ich weiß es nicht. Die Attacke Kaskade gab es in der ersten Generation, das weiß ich. Aber Goldini, die damals von selber gelernt hat, kann ich nicht sagen. Ich glaub's nur. Lauter langweilige Wasser-Pokémon. Damit, ich will nicht zurück ins Pokémon Center gehen. Darauf habe ich gar keine Lust. Naja, Ponilia trägt zum Glück ihren Erfahrungspunkteteiler. Also kriegt es sowieso immer die Erfahrungspunkte, die sie braucht. Und dann. Scherben gesucht. Technische Maschine als Belohnung. Okay. Aber wir haben noch gar keine Scherben. Meine große Schwester sammelt Scherben. Sie sagt, sie erinnert sich an einem Ort, an dem sie vor langer Zeit gearbeitet hat. Wenn du Scherben in identischen Farben findest, dann lass es mich bitte wissen. Ich gebe dir sehr gerne eine technische Maschine im Austausch dafür. Fernseher läuft mal wieder, wie soll es auch anders sein? Gut, hier ist ein Item da oben. Können wir gerade im Moment nicht hoch. Anscheinend kommen wir da nur rüber, indem wir diesen Balken da benutzen, den wir am Anfang dieser Route gesehen haben. Und hier ist eine Surfstelle. Gut, dass wir ein Pokémon haben, was surfen kann. Okay, hier ist nichts, oder? Kommen wir da hoch, da wo dieser Berg ist? Mollard! Felio lässt grüßen! Damit. Ich kämpfe auf keinen Fall mit meinem Feuer-Pokémon gegen ein Wasserboden-Pokémon. Das wäre ja schon eine doppelte Sünde. Ich tausche es aus. Boah, Level 36, heftig. Kampfwolke. Erdbeben, heftig. Wildes Mollard, was Erdbeben kann. Es wäre fangenswert. Aber ich möchte es gar nicht fangen. Denn ich möchte es ja nicht mehr ins Team haben. Aber man könnte es sich ins Team tun. Ich meine, ein Pokémon, was Erdbeben kann, ist immer gut. So, fliegen. 3 Moveset-Attacken kann Kampfwolke bereits, die 4. Attacke muss es noch von selber lernen und die Attacke lernt es erst sehr spät. Ich glaube, so mit Level 50 oder 60 rum wird es die Attacke lernen. Okay, na, jetzt muss ich dieses Pokémon umbringen, ansonsten schläft mein Pokémon ein am Ende des Zugs. Okay. Und Level 29 für Ponita. In ungefähr 10 Leveln haben wir einen Galopper. Gut, hier sind ein paar Angler, die angeln wohl bei diesem schönen Wetter. Schönes Wetter, Ausrufezeichen. Siehst du nicht, dass ich angle? Sei ruhig, du verscheuchst mir die Fische. Entschuldigung. War Absicht. Niklas. Gyarados. Nein, ich werde nicht mit Ponita gegen Gyarados kämpfen. Außer wenn Ponita vielleicht eine Elektroattacke drauf hätte.
Ladungsstoß wird. Nee, Quatsch. Eine Attacke. In der fünften Generation gibt es eine neue Attacke, die Ponita durch eine TM erlernen kann. Volt-Ladung heißt die, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie die heißt so genau. Auf jeden Fall kriegt man die vom Arena-Leiter in der Elektro-Arena-Leiter Arena. Ja, das habe ich sehr gut formuliert, gebe ich zu. Aber wie soll ich es anders formulieren, wenn ich mich nicht da so richtig auskenne? Ich weiß ja nicht, wie die Attacke heißt. Ladungsstoß. Nein, Ladungsstoß heißt sie nicht. Egal, nicht so wichtig. Volt Tackle. Nein. Volt Tackle ist eine ganz andere Attacke. Die kann ja Pikachu. Oder Pichu. Volt Tackle kann man erlernen, indem man ein Pikachu, was das Item Kugelblitz trägt, in die Pension gibt. Dann lernt das geschlüpfte Pichu dann die Attacke Volt Tackle. Oh, schläft unser liebes Garados. Ja, gönn dir ein Schläfchen. Und mach's gut. Jetzt wirst du für immer schlafen. In der Hölle. Und wird es ein Level-Up für Peter Storm? Ich glaube es nicht. Und? Pff, nur 240 EP. Den Rest hat unser Ponita ergattern können. Okay, Angler Nummer 2 auf diesem Steg. Hier kommen nur Trainer vorbei. Was? Hier kommen nur Trainer vorbei. Nie sind es Frauen, die gerne angeln. Achso. Was ist denn da draußen los? Draußen wird gebohrt gerade bei mir. Bohrarbeiten. Suchen wir nämlich nach Öl dann, ne? Deswegen wird da draußen gebohrt. Ne? Und damit wir irgendwann mal so Millionäre werden und uns so ein Anwesen kaufen können wie die im letzten Part. Ja. Verdammt, nicht noch ein Goldini mit Aquavelle. Ich werde wechseln, wieder zu Frau Löwe und ich hoffe, es wird nicht nochmal verwirrt. Oder wird da Essen gekocht? Ich hab keine Ahnung. Entweder wird da gebohrt oder Essen gekocht. Eins von beiden. Das ist bestimmt so ein Schneebesen. So ein Schneebesen-Rotationsteil. Ihr wisst schon, so ein automatischer Schneebesen-Rührdingens. Keine Ahnung, wie das heißt. So, übrigens kann ich überhaupt nicht kochen, ja, wenn wir schon beim Thema Schneewesen sind, ja. Wir hatten mal früher in der Schule, da hatten wir mal so Kochen. Und ich habe mich da immer total blöd eingestellt. Zum Beispiel wusste ich nicht, was ein Esslöffel und ein Teelöffel ist. Ja, ich habe beides für denselben Löffel gehalten. Also für mich gab es keinen Unterschied zwischen Teelöffel und Esslöffel, ja. Ihr wisst ja, Esslöffel sind die großen Löffel und Teelöffel sind die kleinen. Für mich gab es da keinen Unterschied. Da hat die Lehrerin gesagt, Kevin, hol mal bitte einen Esslöffel raus. Ich habe da immer einen Teelöffel rausgeholt. Oder ich wusste auch nicht früher, was ein Schneebesen ist, ja. Da habe ich mich gewundert, was ist denn Schneebesen? Und meine, also wir haben so in Gruppen gearbeitet, ne? Da habe ich meinen Gruppenkollegen gefragt, was ist so ein Schneebesen? Und die haben total verwundert geschaut, als ob ich so ein Volldepp wäre. Ja, war ich vielleicht damals auch. Was für Pokémon sind glücklich? Wenn es regnet. Und ich bin das auch. Schön. Und wenn du eine Erkältung bekommst, bin ich auch glücklich. Mann, ich bin heute gut drauf. Unglaublich. Langsam nervt mich dieses Gebohre. Das ist schon, seit ich darüber geredet habe, ist es immer noch aktiv. Jetzt halt auf, okay.
Schmerbe, ich kämpfe nicht gegen ein Bodenwasserviech. Das hatten wir schon mal in diesem Part. Ich sage nur... Wer ist das Pokémon? Die Entwicklung von Felino. Ich hab's vergessen. Unglaublich. Morlot. Nein, nicht Morlot. Doch Morlot, oder? Ich weiß es nicht mehr. So ein Kurzzeitgedächtnis, was ich hab. Unglaublich. Da rein, da raus. Wie in der Schule. Schneebesen da rein, Teelöffel da raus. Ja. Sonnensensor. Okay, es ist gut, dass unser Pedestum ein bisschen im Kampf arbeitet. Denn unsere anderen Pokémon sind ein bisschen stärker als Pedestum. Ach komm, hast du nur Schmerbis oder was? Mein Gott, langweilt mich nicht. Hier gibt es viele Wasser-Pokémon auf dieser Route. Ausgerechnet dann, wenn ich meinen Ponita trainieren will, gibt es lauter Wasser-Pokémon. Ist das eine Verarsche. Aber ich hätte damit rechnen sollen. Ich meine, im Sumpf, was gibt's da für andere Pokémon? Boden-Pokémon wäre nicht gut gegen meinen Ponita. Ja, da gibt's eigentlich nur Wasserviecher. Schon klar. Gift-Pokémon hätte man einbauen können. Toxipet zum Beispiel. Ah nee, Toxipet gibt's erst in der 5. verdammt. Schluppuck. Schluppuck wäre gut. Gibt es hier in diesem Spiel zwar nicht? Zum Fangen zumindest. Aber das wäre hier eine interessante Variation eines anderen Pokémons. Shellos, die westliche Version. Wir haben noch kein östliches gesehen. Voll, ich weiß nicht. Voll komisch. Ich finde es auch voll scheiße und voll komisch. Immer dieses pinke Shellos. Pink ist die weibliche Farbe. Blau ist die männliche Farbe. Ne, ihr kennt doch diese Symbole, ne? Männlich ist ja dieser Pfeil da, ne? So ein, ich weiß nicht, wie ich es zeigen soll, so glaube ich. Seht ihr es gerade? Ihr wisst, also ist hier so ein Kreis, ne? Dann ist hier so ein Pfeil. So ungefähr. Keine Ahnung. Und weiblich ist halt Kreis und da unten ein Plus. Und das sind, diese meisten sind in verschiedenen Farben unterteilt. Sieht man hier auch bei den Pokémon, hier in diesem Spiel, zum Beispiel hier. Dieses Schmerb ist männlich, männlich ist blau, ne? Wäre es weiblich, dann wäre dieses Plus-Dingens, dieses Pluszeichen da, bloß in Pink. Also sind die westlichen Shellos quasi die weiblichen Shellos und die blauen Shellos die männlichen. Was wiederum heißt, die östliche Seite von Sinnoh ist viel männlicher als die westliche. Und war das der letzte? Ich glaube schon. Gut, dann die Zerschneidebüsche, die mache ich erst später. Erst möchte ich alle Trainer erledigt haben. Ich bin stolz auf meine Pokémon und ich werde es dir zeigen, warum das so ist. Ach ja, und warst du gestern bei Burger King? Ja, gestern war ich bei Burger King. Nein, war ich nicht. Ich hätte mal wieder Bock auf Burger King. So einen fetten Whopper. Jam, jam. Burger King ist tausendmal besser als McDonald's. Vor allem die Burger, die sind viel breiter und viel dicker, ja. Bei McDonald's kriegt man ja nur so einen Kinderburger. So ein kleines Sandwich, so ein kleines Brötchen. So ganz klein. Bei Burger King, das sind so mega fette Oschi-Teile. Ja. Damit kannst du eine ganze Familie für einen Monat ernähren, ja. Und bei McDonald's. Die Pommes, die schmecken allerdings bei McDonald's besser. Ist meine Meinung. So, KFC gehe ich auch manchmal sehr gerne, bloß ist KFC sehr teuer. Ja, so 6 Chicken Wings kosten 5 Euro. Also 1 Euro pro Chicken Wings. Oder pro Chicken Wing. Das ist schon heftig.
Achso, ja, da gibt es natürlich noch eine Cola und sowas dazu, Pommes und so. Aber die Pommes, die man bei Caves bekommt, die sind fast gar nichts, ja. Das sind voll wenig. Ich habe mal in einer Minute gegessen. Also ich zumindest. Esst die in einer Minute. Voll die schwachen Pokémon. Klein schon Level 17. Nicht der Rede wert. Bartolo hat das doppelte Level. Noch ein Pokémon. Oh Mann. Voll langweilig. Hast du nur Kleinsteins? Gegen Gesteins-Pokémon kann ich meinen Ponyta nicht einsetzen. Das regt mich auf. Auch der Pokémon, wo ich meinen Ponyta nicht einsetzen kann. Ah, das ist echt traurig. Dabei habe ich mir die Route aufgehoben für Ponyta. Für Ponyta. Und dann tauchen hier nur solche Pokémon auf, wo ein Elementvorteil gegenüber Ponyta haben. Und das ist blöd. Okay, damit wäre deine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ja, was auch immer. Und hier ist noch einer. Ich habe Leute gesehen, die mit dem Rad gefahren und haben. Die sind mit dem Rad gefahren und haben Baumstämme überquert. Es wären diese Brücken. Meinst du etwa so? Naja, diese Schweine. Naja, hier ist TM62 Silberrauch, eine Käferattacke. Hat denselben Effekt wie Antikkraft, also eine, hat eine Chance, dass es alle Werte erhöht, plus 1. Ach verdammt, wildes Pokémon. Dammit. Ja, Felio, ich hasse dich. Ich werde immer an das Felio denken aus dem Kristall-LP. Hat mich damals 15 Minuten gekostet. Bodycheck. Ich gehe das Risiko jetzt ein. Jawohl, sehr gut. So, und das ist Level 30 für Ponyta. Jetzt braucht es nur noch 10 Level, dann hat es das optimale Level und vielleicht entwickelt es sich dadurch auch zu Galoppa. Und dann ist es noch stärker. Ah, verdammt, ich laufe einen Schritt und dann taucht schon Nommelnfelio? Nommelnfelio? Nein. Okay, Roselia ist okay. Ach, der Schrei meines Ponytas ist schwächer als sonst. Gut, Klutz. Die Attacke ist ein bisschen schwächer, weil es regnet, aber was anderes wäre auch nicht klug. Nein, bitte keine Paralyse, danke. Und nochmal. Ich hätte vielleicht mit Stampfer angreifen sollen. Ich glaube, das wäre ein bisschen stärker als Glut. Ich weiß nicht. Bei Stampfer ist eine Zurückschreckquote. Ja, Igelsam ist in Ordnung. Zieht nicht so viel ab. Dammit, es hat sich geheilt. Okay, Glut. Gut, jetzt ist es egal, ob ich Stampfer benutze oder Glut, denn beide Attacken würden es sowieso töten. Stampfer ist bloß eine sehr ungenaue Attacke, deswegen habe ich gerade trotzdem Glut benutzt. Und ein Wächter. Wir sind ständig auf Streife, es ist sicher hier, selbst nachts. Ja, also, warum bist du dann da, wenn es hier sicher ist? Depp. Bist du noch dümmer als die Polizisten bei Sat1? Felio schon wieder! Ich hasse dich! Geh weg! Das macht mich wütend! Und TS auch. So. Mach's gut! Ah, hier ist noch ein Trainer. Sehr gut. Mit diesen wilden Pokémon. Habe ich noch einen Schutz dabei? Diese Felios. Ich wette, jetzt sehe ich dann später in den Kommentaren: Hey, das ist ein Felino, kein Felio. Das ist ein Felio. Ja, Felio.
Ganz einfach, Felio. Kein Felino, Felino ist ein anderes Pokémon. Felinos sind andere Pokémon, ja. Felios sind das. Felios sind das. Ah, jetzt bin ich hier bei den Heil-Item. Schutz, habe ich keinen Schutz dabei? Oh, komm schon. Ich will einen Schutz haben. Ja, kein Schutz. Sowas. Okay, dann tauchen hier weitere Felios auf. Felios of Doom ist mir auch egal. Nein, was da unten ist? Gras? Da war doch gar kein Gras. Das ist eine Farsche. Ach, da ist Gras. Roselia, künstliches Gras. In Form eines Pokémons. Na, warte. Wegen dir verliere ich jetzt 11 Sekunden. So, mach's gut. Und Gegengift, super. Keins meiner Pokémon ist vergiftet. Aber trotzdem, danke für das Gegengift. Ah, verdammt. Nicht noch ein Felio. Okay, Roselia. Roselia ist tausende besser als Felio. Und tschüss. Ich schau nach rechts, er schaut nach links. Das ist die erste Liebe. Ich schau nach rechts und er schaut nach links. Ha, gay? Warte, ich schau nach links, er nach rechts. Nein, andersrum. Ich schau nach rechts, er nach links. Verdammt, Axt. Ich weiß nicht, wo rechts und links ist, ne? Das war in der Fachschule auch ein Problem, ja. Lehrer sagt, fahr nach rechts. Was macht der Kevin? Er fährt nach links. In die Autobahnstraße rein, ja. Fahrlehrer kriegt Panik. Oh Gott, er fährt Autobahn. Wir haben noch nicht einmal Autobahnen gemacht. Das ist schlecht. Kevin fährt ganz gelassen weiter. Autobahn. Oh geil, da kommt jemand. Oh, da kommt ein BMW. Hi BMW, komm mal vorbei. Fahrlehrer sucht. Ja. Das ist Psykraft, senkt meine Genauigkeit zu, glaube ich. Ja, genau. So, Elfas. Ralf, so hieß doch früher Moderator bei der Sendung mit der Maus, oder? Ich habe keine Ahnung. Zu meiner Zeit damals, ne? Das waren so die 2000er Jahre bis 2005er. Da habe ich die Sendung mit der Maus geschaut, ja. Und da war der Kevin noch jung. So, wie alt war ich da? 2000 war ich 7. 2005 war ich so 12, glaube ich, oder? Ja, 12, kommt hin. Und da habe ich so Sendung mit der Maus ab und zu angeschaut und da war der Moderator, der Ralf, der gute alte Ralf. Wer es heute ist, weiß ich nicht. Heute schaue ich die Sendung gar nicht mehr. Dafür bin ich auch ein bisschen zu alt. Aber ich glaube, man kann es sich auch als älterer Zuschauer auch noch anschauen. Justin Bieber, hau ab. Hau bloß ab. Weibliches, Speedy Fast. Ja, ist Justin Bieber. Komm. Bieber, hau ab. Piss dich! Oder ich verpiss mich. Und hier sind deine Fans, weibliche Trainere. Verdammt. Na, scheißendrich. Kann nicht nochmal ein Biber. Es ist nochmal ein Biber. Wie soll es auch anders sein? Das bringt den Kevin zum Bibbern. Aha. Ja. Biber Level 18. Ist das sein Alter? Ist Justin Bieber 18? Ne, der ist glaube ich 19. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass er jünger ist als ich. Das weiß ich. Also ich bin 21 und Justin Bieber, wann ist er geboren? Keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er jünger ist als ich. Warum habe ich als, was weiß ich, Jähriger, so als Baby, wo ich noch Baby war, warum bin ich da nicht in die USA gefahren?
und habe jetzt Justin Bieber so erwürgt, so mit Babyhänden, so, so Embryo, Embryo-Würgen, ne? Ach ja, hätte ich vielleicht machen sollen, aber jetzt ist es zu spät, ja. Jetzt ist der Embryo ein zu Krebs geworden. Verdammt, wo geht's denn hier da? Wie komme ich denn hier auf diese Balken da? Ah ja, hier, okay. Ja, warum sieht er aus, dass er zerschnitten werden könnte? Natürlich sieht er aus, dass er zerschnitten werden könnte. Was ist das für eine Frage? Gibt es etwa Bäume, die nicht zerschnitten werden können? Wie zum Beispiel der hier? Ja gut, der kann nicht zerschnitten werden. Aber man kann den theoretisch zerschneiden. Man kann theoretisch jeden Baum zerschneiden, wenn man scharfes Werkzeug hat. Hui, verstecktes Item incoming. Oder vielleicht auch nicht. Dammit, warum ist diese Stelle hier, wenn es kein verstecktes Item da gibt? Jetzt reißt mir Itemradar. Ah, hier ist eins, okay. Hä? Ah ja, Minipilz, okay. Super, ich habe hier mein Leben riskiert. Bin waghalsig darüber gefahren und was kriege ich? Einen Pilz, einen kleinen Pilz, super. Ja, ich nicht einmal fürs Abendessen. Und hier ist gar nichts, super. Ah doch, da unten ist ein Item. Jetzt sehe ich, dass es ein Item ist. Aber da muss ich surfen und da tauchen wieder Pokémon auf, während ich da surfe. Und das ist schlecht. Es tut wieder ein bisschen Zeit totschlagen und kostet mir meine Nerven. Aber egal, ich hole es trotzdem. Solange es eine TM ist, bin ich glücklich. Wenn es keine TM ist, bin ich traurig. Okay, wenn es eine TM ist, dann bin ich glücklich. Und wenn nicht, dann bin ich traurig, ne? Das Item entscheidet jetzt meine Emotionen bis zum Ende des Parts. TM 84, Gift Heap, nice! Gift Heap, ja ne, ich schau mal nach, welches Pokémon Gift Heap beherrschen kann. Ich glaube nicht, dass es im Moveset drin steht. Gift Heap, Gift Heap, Gift Heap. Verdammt, wo ist Gift Heap? Gift Heap, wo bist du? Auf dich zu verstecken. Da bist du, ich hab dich entdeckt. So, und jetzt wirst du draußen grausam benutzt. Okay, Gift Heap, Angry DS nein, Kampfhacke nein, Petersdom nein, Frau Löwe nein, Waterloo nein, Hasbiro nein. Okay, erklärt alles, Gift Heap. Bringt mir also momentan nichts. Aber ich glaube, mein 6 Team-Pokémon kann Gift Heap. Hat keins meiner Pokémon Arme? Um einen Heap auszuführen? Also, Ponita hat keine Arme. Das sieht man ja ganz deutlich. Bronzong hat auch keine Arme. Außer nur so kleine Dinger da. Ihr wisst schon, ich zeig's euch gleich. Nach dem Kampf oder ich in dem Fall jetzt. Mir fällt gerade jetzt auf Felio Level 39. Heftig. Also schauen wir mal nach. Ponita, ganz klar keine Arme. Nur so Hufe, aber sonst nichts. Okay, hat auch keine Arme, das sind Flügel. Das sind keine Arme. Aber irgendwie sind es dann doch Arme. So Missgeburtarme. Ja. Okay, hat auch keine Arme und das sind doch Arme, oder? Oder sind das auch Flügel? Ach, das sind wahrscheinlich auch Flügel. Keins unserer Pokémon hat Arme. Ihr wollt mich nur wohl auf den Arm nehmen. Oh Gott, die Flachwitze kommen wieder. Verdammt. Es ist noch nicht mal Freitag. Ja, am Freitag tut der Kevin immer seine Flachwitze raus. Ja, da gehe ich immer zum Schach, ja, jeden Freitag ist bei uns Schach. Und da lasse ich immer während der den Schachpartien so Flachwitze raus. Okay, ich glaube, diese Route hätten wir erledigt. Jetzt muss ich hier zurück nach, was weiß ich, Stadt. Denn dort ist noch ein Balken, den wir noch erledigen müssen. Mann, sind wir schon bei 40 Minuten, heftig. Wie schnell die Zeit vergeht. Ein wildes Pokémon, bitte. Da laufe ich lieber durchs Schlamm. Das letzte Grasstückchen ist ein wildes Pokémon. Es ist ein Felio. Nein, Justin Bieber. Dammit, Level 20. Ich kämpfe nicht gegen dich. Du bist es nicht würdig. Lass mich fliehen. Danke. Gut, hier ist noch eine Stelle, ne, die wir mit unserem Fahrrad passieren können.
Ach, da unten ist ein Item. So, versteckst du dich da eiskalt. Oh, da ist noch ein Item. Oh, da ist ein Trainer. Und X-Spezial. Kein großes Item. So, überfall, Geld her. Hier haben wir einen adrett aussehenden Trainer. Definitiv einer Würdigung wert. Aha. Ich dachte, wir hätten alle Trainer, aber da ist noch einer. Was macht ein Forscher hier mitten in der Wildnis? Macht keinen Sinn. Will er hier ein paar Berechnungen machen, wie sich der Wald auf das Weltraum ausmacht oder was? Wald ist gleich Materie im Quadrat. Nee. E ist gleich MC2, ne? Ihr kennt ja die Formel. Ich weiß leider doch nicht, was das ist für. Was das heißt, die Formel. Ich glaube, Element ist gleich Materie. Was C bedeutet, kann ich nicht sagen, im Quadrat. Ja? Ich hatte übrigens nie Physik. Oder Chemie. Sondern, in der Hauptschule damals. Da hatten wir so ein Fach, das heißt PCB, ja, das war quasi alles Theorie. Da haben wir also nie so Experimente gemacht, wie man das aus dem Gymnasium kennt. Ja, sondern wir haben alles so theoretisch gelernt, wie zum Beispiel, aus was besteht ein Atom oder was ist ein Chromosom, ja, in Biologie. PCB ist damals Chemie. PCB ist die Abkürzung für Physik, Chemie, Biologie und da war alles in diesem einen Fach drin. Ja, auch Sexualkunde. Und das war total schlimm manchmal, ja. Denn, da hat man das teilweise verwechselt, was ein Chromosom ist und was ein Nevagen ist, ja. Wenn man nicht weiß, was eine Vagina ist. Jetzt habe ich gesagt. Ich meine natürlich ihr wisst schon, ne? Und so. Ein Busch. Wir haben uns über Büsche unterhalten in Sexualkunde. Über Büsche, genau. Über große Büsche. Behaarte, große Büsche. Okay, Level 37, was für Waterloo. Ah, verdammt, da ist noch ein sehr schneller Busch. Super! Busch. Verdammt. Jetzt, was habe ich getan? Jetzt werde ich wahrscheinlich für den Rest des Let's Plays, wenn ich an sehr schneller Busch, wenn ich das Wort sage, ja, werde ich an. Ihr wisst schon was denken, ne? Verdammt, das habe ich getan. Oh, da ist ein großer Busch. Oh nein, er kommt auf uns zu. Sie kommt auf uns zu. Ich sollte jetzt damit aufhören. Ich hatte solche Witze, habe ich schon mal in diesem Let's Play gebracht. Vor 2-3 Parts, glaube ich, waren es. Da haben wir Wasserrouten gemacht. Ja, genau, Wasserrouten. So, ich glaube nicht, dass Anton eine Wasserattacke kann. Und wenn doch, dann ist es mir egal. Bodycheck! Oh Gott! Oh, der Rückstoß war nicht so groß, okay. Puh, das war knapp. Es ist nicht einfach, während des Kampfes einen Schirm zu halten. Dann schmeiß ihn noch einfach in die Ecke. Ist mir doch egal, was du mit dem Schirm machst da. Okay, Item. Es ist Zink. Okay, erhöht, glaube ich, Spezialverteidigung. Gab es bis zur dritten Generation, glaube ich, nicht. Weil es damals nur Spezial gab als Wert. In der dritten wurde es dann unterschieden in Spezialverteidigung und Spezialangriff. Und da wurde auch Zink hinzugefügt, um den Spezialverteidigungswert erhöhen zu können. Gut, aber ihr habt dann. Wir haben am Anfang hier noch so ein Item gesehen. Ihr habt es gesehen, ne? Und das möchte ich mir auch noch ergattern. Oh nein, ich muss wieder durch den Matsch laufen. Na, das ist nervig. Ja, wie auch immer diese Idee hatte mit dem Matsch, ich mag ihn nicht. Na,
So, wie komme ich da hoch? Sauberei! Nein. Wildes Pokémon, kein Filio. Das Biber schon wieder. Warum wird diese Part wieder so lang? Ich will ihn doch gar nicht so lang machen. Ich wollte nur hier diese Route machen, aber irgendwie verweile ich jetzt hier die ganze Zeit auf dieser Route. Nur wegen den paar Items. Scheiß wildes Grasdingens da. Zerpeise, freut mich, dass mal ein anderes Pokémon auftaucht. Nicht nur diese Biber und Felios. Mach's gut. Kein Bock zu kämpfen. Nicht mit 6 KP. So, muss ich vielleicht hier rum und dann ist das Item dort? Ich habe keine Ahnung. Ah, verdammt. Nee, da ist nichts. Ich laufe da jetzt nicht da rein. Nein, nein, nein. Verdammt, wie komme ich an dieses Item? Ich zeig's euch nochmal. Vielleicht finde ich ja dann einen Weg. Ja, genau, dieses Item hier. Wie komme ich daran? Moment mal. Haha, voll lustig, Game Freak. Ich lach mich schlapp. Genau. Ist das nicht witzig? Ich hasse euch. So. Gut, also wir haben jetzt diese Route erledigt. Eigentlich wollte ich diesen Part noch Wasserrouten machen. Will ich in diesem Part noch Wasserrouten machen? Wir haben ja eigentlich schon alle Wasserrouten. Aber es gibt noch bestimmt ein paar Wasserrouten, die sich. Also ein paar Wasserstellen, sag ich mal. Ja, ich weiß eine Wasserstelle. Ha! Aber die werden wir erst im nächsten Part machen. Und zwar befindet sich die hier bei Flori dran, ne? Da ist auch noch eine Wasserstelle und die machen wir im nächsten Part. In diesem Part haben wir schon viel zu viel gemacht. Wir haben deine Pokémon wahnsinnig wieder fit. Wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Ja, tu das. Und ich zahle dir keinen Cent. Du kriegst alles durch eine Steuer oder sowas. Bestimmt eine Pokémon-Sender-Steuer, genau. Es gibt bestimmt hier Pokémon-Sender-Steuern. Oder eine Fernsehsteuer. Nee, die wird subventioniert wahrscheinlich. Genau, jeder Fernseher, der läuft, wird subventioniert. Das heißt, die Bürger kriegen... Für jede Minute, die der Fernseher läuft, kriegen sie einen Cent. Ja, deswegen laufen hier auch überall die Fernseher. So, hier ist die Wasserstelle, die ich meine, aber die schauen wir uns erst im nächsten Part an. Also, macht's gut, euer Janka. Ciao.